Der Goldpreis ist gefallen. Wir sehen rekordhohe Mittelabflüsse aus goldgedeckten Produkten. Welche Schlüsse können Anleger nun ziehen, insbesondere wenn wir nicht nur auf die reine Preisbewegung schauen, sondern versuchen, die Brücke zur strategischen Vermögensanlage zu schließen? Ausgangspunkt, wie in vielen Fällen der Vermögensstrukturierung, sind starke Preisbewegungen, die begleitet werden von entsprechendem Medieninteresse. Ich habe Ihnen das Ganze hier mal dargestellt, den Goldpreis in US-Dollar. Sie können das in türkisblau nachvollziehen. Der massive Anstieg im Rahmen der Corona-Pandemie, die Implosion der Realzinsen im US-Dollar, dazu die ausufernde Geldmenge auf den Notenbankbilanzen führte zu einem massiven Anstieg. Nun durch die Impfstoffhoffnung und weitere Aspekte sehen wir, dass der Goldpreis zurückkommt. Er hat wichtige charttechnische Marken geschlagen, respektive durchbrochen von oben nach unten, beispielsweise den 50-Tage gleitenden Durchschnitt und läuft nun auf den 200-Tage gleitenden Durchschnitt hinaus, was doch für viele Marktteilnehmer zumindest das Interesse weckt, die Positionierung zu überdenken. Wir wollen das Ganze nun auf einen konkreten Praxisfall übertragen, um zu schauen, welche Überlegungen Anleger nun anstellen können. Wir haben hier einen beispielhaften Anleger, respektive eine Anlegerin. Und der Anleger sagt, er möchte insgesamt 15% seiner liquiden Vermögenswerte in Goldinvestments halten. Davon sollen mindestens 10% in direktem physischen Besitz sein. Damit wir diese Fragestellung beantworten können und prüfen, ob der Anleger diese Ziele erreicht, schauen wir uns zunächst die Vermögensbilanz an. Im Optimalfall natürlich bereinigt, um beispielsweise die eigengenutzte Immobilie, die nicht der Kapitalanlage dient, oder auch Mehrfamilienhäusern oder sonstigen Anlagen, die eigentlich nicht zur Disposition stehen. Wir sehen hier im konkreten Fall, wir haben ein Vermögen im liquiden Bereich, also die Bezugsgröße für unsere genannten Prozentsätze von 465.800 Euro, 30.000 davon auf Tages- und Festgeldkonten, knapp 71.000 in zwei ETFs, im Wesentlichen Aktien global Industrienationen plus etwas Beimischung Emerging Markets, also die aufstrebenden Schwellenländer, eine sehr große Position in einem Mischfonds und 85.000 Euro in Rohstoffe und Edelmetall. Also können wir das nun plausibilisieren im ersten Schritt und wir können schon feststellen, dementsprechend, der Kunde hat ja entsprechend hier dieses 15% Ziel und Sie können das schon gut nachvollziehen, 85.000 sind eben gemessen an 465.800, 18%, also dieses 15% Ziel, das ist auf aktuellem Preisniveau erreicht, respektive um 20% Punkte entsprechend hier oder 20% überschritten. Wie sieht es nun mit dem 10% in direktem physischen Besitz aus, beispielsweise im Schließfach oder im Tresor zu Hause? Und dann, wenn wir im Detail das betrachten, dann sehen wir, dass diese Edelmetallpositionen sich so zusammensetzen, dass rund 50.000 in einem sehr prominenten ETC stecken, also einem Exchange Traded Commodity, einem börsengehandelten Rohstoffprodukt und 35.000 eben im Schließfach. Und da stellen wir fest, naja, die strategische Goldreserve im Schließfach, wenn wir das als direkten Besitz klassifizieren, dann stecken eben nur 7,5% des liquiden Vermögens in dem Goldmetall drin und dementsprechend weniger als die 10%. Das Ziel ist also verfehlt. Aber ist das schon alles, was wir in der Vermögensstrukturbetrachtung vornehmen müssen? Nein, wir haben ja noch diesen Mischfonds. Sie wissen, der hat mit 280.000 Euro mit Abstand die größte Position im liquiden Vermögen. Und wir schauen uns nun diesen Mischfonds an, auch ein sehr prominenter Fonds, der die letzten 10 Jahre den Weg in viele Anlegerdepots gefunden hat und gefühlt momentan in keinem Anlagevorschlag, egal ob von Banken oder Vermögensverwaltern, fehlt. Aber viel wichtiger für unseren Praxisfall, Sie sehen schon hier, von den Gesamtvermögenswerten 12% stecken hier in Edelmetallen, also auch in Gold. Im nächsten Schritt, wenn wir uns nochmal die Aktienpositionen betrachten, alles auf Basis der öffentlich zugänglichen Daten in diesem Fall, sehen wir Barrick Gold auch noch mit rund 2,7%. Also, wenn wir das nun zusammenaddieren, stellen wir fest, wir haben die strategische Goldreserve im Schließfach, wir haben Xetra Gold im Depot, aber wir haben Gold und Goldminenanteile entsprechend im Mischfonds, der auch im Depot liegt. Und da stellen Sie schon fest, wenn wir das Gold im Mischfonds noch dazu addieren, also diese 12% von 280.000 Euro, sind das nochmal 33.600. Die Goldminen sind auch nochmal 7.500. Und wenn wir das insgesamt addieren, also das Gold im Depot mit dem physischen
hinterlegten Wertpapier, die strategische Reserve im eigenen Schließfach und die Goldposition im nicht zu beeinflussenden Mischfonds kommen wir insgesamt auf 126.000 Euro in Gold. Das sind 27% des liquiden Anlagekapitals. Zielgröße sind ja eigentlich nur 15. Das heißt, auf dieser Basis nun eine sehr gute Möglichkeit, die Goldquote im Gesamtvermögen zu verstehen und dann zu überlegen, wie sollen die Anpassungen nun sein. Möchte ich beispielsweise Xetra Gold ausliefern lassen, um meine physische Quote aufzustocken? Habe ich hier gegebenenfalls noch gewisse Haltefristen? Auch eine Möglichkeit könnte sein, natürlich die Position im Mischfonds abzubauen und gleichzeitig physischen Bestand aufzubauen. Auf der anderen Seite könnte man sich weiterhin fragen, über die Goldquote hinaus, inwieweit es Sinn macht, Instrumente ins Portfolio aufzunehmen, die sich anders als die beiden ETFs verhalten, weil insbesondere der globale ETF hängt sehr stark in Aktien USA. Die sind sehr stark getrieben von den Technologietiteln. Die haben sehr stark von der Corona-Phase profitiert. Wenn sich das nun umdreht, dann würden die Technologieaktien genauso leiden wie entsprechend der Goldpreis. Etwas, was wir in den vergangenen Wochen bereits gesehen haben. Von daher, Kapitalmarktbewegungen und Schlagzeilen können nur der Auslöser sein, um Fragestellungen für die eigene Vermögensstruktur zu entwickeln. Für die einen sind 15% Gold zu hoch, für den nächsten zu niedrig. Aber ich glaube, der Prozess ist etwas, von dem jeder Anleger entsprechend profitieren kann. Und dementsprechend möchte ich auch durchaus dafür Werbung machen, sich nicht nur mit den spannenden Themen der Kapitalmärkte und der makroökonomischen Aspekte zu beschäftigen, sondern auch die handwerkliche Arbeit auf der Depot- und Vermögensebene nicht zu vernachlässigen. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.